Okay, fangen wir an. Es ist 12 Uhr. Herzlich willkommen zur Vorlesung Einführung in die ökonomische Analyse des Rechts mit Institutionen und ökonomischen Grundlagen, Sitzung 17. Vorab, gibt es irgendwas von Ihrer Seite, irgendwelche Fragen, Anmerkungen? Nein. Von meiner Seite gibt es im Moment auch nichts. Was machen wir heute? Wir schließen heute das Thema Vertragsrecht ab. Mit einem relativ breiten und oberflächlichen Blick auf das Thema Verbraucherschutz. Da werden wir uns anschauen, was sind die Gründe, die ökonomischen Gründe für Verbraucherschutz, welche Formen kann es annehmen und welche Probleme kann es dabei geben. Wie gesagt, das werden wir relativ oberflächlich behandeln. Und dann steigen wir in ein neues Kapitel ein, nämlich ökonomische Analyse der Eigentumsrechte. Und da fangen wir an mit dem berühmten Coase-Theorem. Und zwar der rein positiven Betrachtung. Okay, Sie freuen sich schon. Aber wir fangen jetzt erstmal an, indem wir das Kapitel Vertragsrecht abschließen. Verbraucherschutz. Überblick. Die erste Grundfrage, die wir uns stellen werden, ist, warum wir überhaupt Verbraucherschutz brauchen. Warum trauen wir nicht einfach dem Markt? Warum vertrauen wir nicht einfach darauf, dass der Markt dafür sorgen wird, dass es genug Anreize gibt, die Verbraucher zu schützen? Mögliche Begründungen aus ökonomischer Sicht könnten sein Monopolmacht. Wenn es Monopole gibt in bestimmten Märkten, dann könnte es ja sein, dass da besonders die Verbraucher geschützt werden müssen. Es könnten, auch wenn es keine Monopolmacht gibt, es könnte Informationsasymmetrien geben, sodass Verbraucher speziell geschützt werden müssen, weil sie etwas zum Beispiel über die Gefährlichkeit der Produkte nicht genau wissen. Und es könnte sogenannte Rationalitätsdifferenzen geben. Das bedeutet einfach, dass in Bezug auf bestimmte Produkte die Verbraucher weniger rational sind als die Hersteller. Und das wirkt im Endeffekt so ähnlich wie eine Informationsasymmetrie. Und das, auch das kann eben dann dazu führen, dass ein Markt nicht richtig effizient funktioniert. Welche Formen kann Verbraucherschutz annehmen? Klar, es kann Produktregulierung, Informationsregulierung, es können Qualifikationserfordernisse der Anbieter sein und es kann Vertragsregulierung sein. Produktregulierung und Vertragsregulierung ist so ziemlich das Gleiche. Ja, bei Produktregulierung, klar, ne, da fallen hier bestimmt viele Beispiele ein. Einfach Regulierung bezüglich zum Beispiel Inhaltsstoffe von Lebensmitteln. Ne? Was benutzt werden darf bei der Produktion von Lebensmitteln, was nicht benutzt werden darf und so weiter. Informationsregulierung bezieht sich darauf, was die Produzenten über ihre Produkte an Informationen preisgeben müssen. Ne? Also was zum Beispiel, was die Inhaltsstoffe angeht, was die Produzenten da angeben müssen auf jeden Fall, ab welcher Menge sie etwas angeben müssen, in welcher Form sie es angeben müssen. Das wäre ein Beispiel dafür. Qualifikationserfordernisse, das bezieht sich darauf, dass bei bestimmten wichtigen Berufen nur zugelassene Produzenten anbieten dürfen. Ne? Also Ärzte, Architekten, Anwälte, so ungefähr alles, wofür wir den Staatsexamen brauchen, fällt so in die Kategorie. Und alles, was so Richtung Meisterberufe geht und was von daher eingeschränkt ist, geht auch in dieselbe Richtung. Und dann, wie schon gesagt, Vertragsregulierung, das ist im Endeffekt das gleiche wie Produktregulierung. Und dann werden wir uns noch anschauen, welche Probleme auftreten aus ökonomischer Sicht beim Verbraucherschutz. Und die wichtigste Frage ist dann natürlich, inwieweit Verbraucherschutz missbraucht werden kann als Konkurrenzschutz, ne? Als einfach Schutz vor Wettbewerbsdruck. Aber fangen wir vorne an. Eine Begründung für Verbraucherschutz kann Monopolmacht sein. Da aus der VWL wissen Sie bestimmt noch, der Monopolist setzt tendenziell höhere Preise, als auf dem Wettbewerbsmarkt effizient wären. Und wenn es jetzt aber nur um die Preise ginge beim Verbraucherschutz, dann würde sich diese ganze Diskussion ja reduzieren auf ein Problem des Wettbewerbsrechts. Ne? Da ging es nicht speziell um Verbraucherschutz, sondern einfach nur um Wettbewerbsrecht. Das heißt, wenn wir das Problem der Preise lösen können, dann haben wir auch das Problem des Verbraucherschutzes gelöst.
Es geht aber auch um die Qualität der Produkte. Man könnte ja annehmen, dass, wenn es für den Monopolisten Anreize gibt, die Preise zu hoch anzusetzen, dann könnte man ja auch versuchen zu argumentieren, wahrscheinlich gibt es dann auch Anreize, die Qualität zu niedrig anzusetzen. Wir schauen uns also an, welche Qualität der gewinnmaximierende Monopolist anbietet, zunächst wenn Verbraucher die Qualität erkennen können. Wir schließen also Informationsasymmetrien erstmal aus. So, kleiner Rückblick, das sollten Sie alles aus dem Stegreif können. Wie setzt die Monopolistin Preise? Sie erinnern sich, die Monopolistin ist nicht Preisnehmer, sondern kann sowohl ihren Preis als auch ihre Verkaufsmenge variieren und wird das natürlich so tun, dass ihre Gewinne maximiert werden. Wir nehmen an, die Monopolistin legt ihren Preis fest, indem sie ihre Verkaufsmenge festlegt. Das macht das Rechnen leichter und kommt im Endeffekt zum gleichen Ergebnis. Zugrunde liegt also ein sogenannter Trade-off zwischen Preis und Absatzmenge. Die Grafik dazu. Kennen Sie schon? Ich glaube, das ist sowas wie ein Running Gag geworden. In der im Preisabsatzdiagramm haben wir hier Angebot und Nachfrage eingetragen, wobei das Angebot auch den Grenzkosten entspricht. Und auf einem Wettbewerbsmarkt, klar, ohne irgendwelche Markteinschränkungen würde sich folgende Situation einstellen, dass nämlich Angebot und Nachfrage gerade ausgeglichen werden durch den Preismechanismus dezentral und jeder Wettbewerber muss quasi diesen Wettbewerbspreis PW hinnehmen und daraus ergibt sich dann eine Gesamtabsatzmenge von XW. Bei der Monopolistin müssen wir uns den Grenzertrag einzeichnen und weil die Monopolistin nicht an einen Wettbewerbspreis gebunden ist, sondern den Preis auch setzen kann, kann sie die Angebotsmenge reduzieren, genau dahin, wo ihr Grenzertrag gerade ihren Grenzkosten entspricht, mit anderen Worten dahin, wo ihr Gewinn maximal ist. Das wäre dann da, also beim Schnittpunkt von Grenzkosten und Grenzerlös zeichnen wir dann hoch zur Nachfrage und haben da den Monopolpreis. Das hier wäre die Produzentenrente gewesen in der Wettbewerbssituation und ja, hier sehen Sie dann diese Produzentenrente, was auch der Gewinn ist, das kann man variieren, je nachdem, wie man Monopolpreis und Menge setzt und klar, diese blaue Fläche ist dann da am größten für die Monopolistin, wo Grenzerlös gleich Grenzertrag sind. Das ist dann diese blaue Fläche. Und Sie sehen, das ist natürlich für die Monopolistin, für die Anbieterseite viel besser als in der Wettbewerbssituation. Sie reduziert also die Menge im Vergleich zur Wettbewerbssituation und steigert dadurch ihre Produzentenrente, damit ihren Gewinn. Wie sieht es mit der Produktqualität aus bei der Monopolistin? Intuitiv könnten wir vermuten, dass wenn es für die Monopolistin einen Anreiz gibt, den Preis zu hoch anzusetzen, dass es auch einen Anreiz geben könnte, die Qualität zu niedrig anzusetzen. Und im vorliegenden Modell gilt erstmal, dass es in einer Wettbewerbssituation keine Qualitätsprobleme gibt. Warum? Weil die Konsumenten die Qualität beobachten können und zusätzliche Qualität automatisch auch mit einer zusätzlichen Zahlungsbereitschaft für diese Qualität verbunden ist. Das heißt, Qualität wird so lange ausgeweitet, bis die zusätzlichen Kosten aus Qualitätssteigerung gerade der zusätzlichen Zahlungsbereitschaft für diese Qualität entspricht. Das heißt, wenn wir einen funktionierenden Wettbewerb haben, dann wird über diesen Wettbewerb auch die Qualität optimal geregelt und das ist dann gesellschaftlich effizient, weil keine Kalorix-Verbesserungen mehr möglich sind. Frage? Nein. Wie sieht das im Monopol aus? Die Frage ist, macht es für die Monopolistin Sinn, zu niedrige Qualität anzubieten? Und so ungefähr bis zu den 60ern war die typische Antwort von Ökonomen ja, weil man so Geld sparen kann. Und seit den 70ern hat sich aber eher die Ansicht durchgesetzt, dass es nicht so ist. Und der Beweis läuft so. Stellen Sie sich vor, Sie wären Monopolist und Sie hätten die Qualität so gesetzt, dass Ihre marginalen Kosten zusätzlicher Qualität geringer sind als die marginale Zahlungsbereitschaft der Verbraucher. Okay? Das heißt, sie hätten die Qualität zu niedrig angesetzt.
Das heißt, durch ein klein bisschen mehr an Qualität steigen erstmal ihre Kosten, klar, aber die Zahlungsbereitschaft der Nachfrageseite steigt mehr als ihre Kosten. Und wenn Sie also als Monopolist bei konstanter Menge die Qualität ein bisschen erhöhen, was würde dann passieren? Am Erlös ändert sich zunächst nichts, denn wir halten ja die Menge konstant, aber die Qualität wird gesteigert, das heißt, die Zahlungsbereitschaft steigt und zwar noch mehr und dementsprechend können Sie den Preis als Monopolist nach oben anpassen. Und das können Sie so lange gewinnbringend machen, bis die marginalen Kosten der Qualitätssteigerung gerade der marginalen Zahlungsbereitschaft entspricht, also genau wie im Wettbewerb ist und damit gesellschaftlich optimal. Okay? Das heißt, in so einer Situation hat ein Monopolist einen Anreiz, die optimale Qualität zu setzen. Wohl bemerkt, gegeben, dass Qualität beobachtbar ist. Schauen wir uns das ein bisschen genauer an. Wir nehmen immer noch an, sorry, ich muss kurz nach dem Variablenverzeichnis gucken. Ich weiß nicht, wo es hin ist. Anyway, so. Wir nehmen immer noch an, dass Verbraucher die Qualität der Güter erkennen können. Das heißt, es geht hier immer noch darum, ob die Monopolistin einen Anreiz hat, die Qualität optimal zu setzen. Wir haben weiterhin Menge X, Preis P, jetzt aber drei Qualitätsstufen, Q1, Q2, Q3, der Einfachheit halber, nur einfach niedrige, mittlere und hohe Qualität. Wir nehmen an, Qualitätsstufe 1 führt zu einer solchen Nachfrage, NF, zu einer solchen Nachfrage, pro Stück bei konstanten Grenzkosten von 1. Bei der zweiten Qualitätsstufe haben wir dann dementsprechend eins weiter drunter, eine nach oben verschobene Nachfrage und gleichzeitig auch höhere Grenzkosten, das ist das hier. Und bei der dritten Qualitätsstufe ergibt sich dann nochmal eine erhöhte Nachfrage bei wiederum erhöhten Grenzkosten und Sie sehen, Sie können es sich vielleicht schon denken, die optimale Qualität ist in der Mitte gegeben. Warum denn? Warum? Weil die zusätzliche Zahlungsbereitschaft der erhöhten Qualität da größer ist als die zusätzlichen Kosten. Ne? Also von da nach da haben wir eine zusätzliche Zahlungsbereitschaft von 2, weil die Nachfrage da um 2 nach oben verschoben wird. Von da nach da haben wir zusätzliche Kosten von 1 und das ist geringer. Das heißt, diese Ausweitung der Qualität macht gesellschaftlich Sinn. Die nächste Stufe dann nicht mehr. Ne? Hier haben wir eine Erhöhung der Zahlungsbereitschaft von 1 und hier haben wir eine Erhöhung der Zahlungsbereitschaft von 2. Das heißt, gesellschaftlich gesehen sollte das nicht mehr gemacht werden. Das heißt, die optimale Qualität liegt hier in der Mitte. Und die Frage ist, macht die Monopolistin das auch? Jetzt erstmal hier die erste Qualitätsstufe. Sie sehen, das Bild ist jetzt ein bisschen anders als das Standardbild fürs Monopol. Warum? Die Grenzkosten sind ja konstant angenommen. Deswegen ist jetzt die Angebotsfunktion hier einfach so eine konstante Gerade. Das ändert aber nichts an den Grundaussagen. Wir haben immer noch hier die Nachfrage und mit halber Steigerung, also ziemlich genau der halben Steigerung, haben wir hier die Grenzerlösfunktion und die Monopolistin setzt dementsprechend den Preis. Da, wo Grenzkosten gleich Grenzerlös sind, hier ist der Schnittpunkt, wird nach oben verlängert, der Preis abgelesen und dann haben wir hier den Monopolpreis. Das können wir dementsprechend für die beiden anderen Qualitätsstufen auch zeichnen. Sie sehen, da verändert sich eigentlich erstens jeweils die Nachfragefunktion, ne? Die fängt weiter oben an jeweils und es verändert sich auch die Grenzkosten, ne? Die wandern immer so ein kleines Stück nach oben. Und dann überlegen wir uns, was für die Monopolistin optimal ist.
Was macht die Monopolistin? Sie entscheidet sich für die Qualitätsstufe, weil sie bestimmt ja darüber, welche Qualität auf den Markt gebracht wird. Sie entscheidet sich für die Qualitätsstufe, bei der sie den maximalen Gewinn hat. Der Gewinn bei der ersten Qualitätsstufe ist gerade diese Fläche. Das ist ihre Produzentenrente. Und um das zu vergleichen, können wir gerade diese Fläche nehmen, rüberschieben und vergleichen mit dem Gewinn bei der mittleren Qualitätsstufe. Und Sie sehen jetzt ziemlich deutlich, der Gewinn in der ersten Qualitätsstufe ist kleiner als bei der mittleren. Das heißt, die mittlere Qualitätsstufe lohnt sich mehr als die erste. Den gleichen Vergleich können wir machen, wenn wir den Gewinn von rechts nehmen und mit dem in der mittleren Stufe vergleichen. Auch da sehen wir, es ist weniger. Das heißt, die Monopolistin entscheidet sich auch für die mittlere Qualitätsstufe, so wie es gesellschaftlich optimal ist. Das wäre jetzt so ein kleines, so ein kleiner modellhafter Beweis, dass es für die Monopolistin tatsächlich auch Anreize gibt, die optimale Qualität zu wählen. Wir schließen also erstmal, Monopolmacht ist für Produktqualität nicht entscheidend. Hierbei muss natürlich angemerkt werden, dass trotzdem die Qualität, die am Ende rauskommt, im Monopolfall nicht genau die gleiche sein muss wie im Wettbewerbsfall, weil wir es ja im Monopolfall mit einer anderen Menge am Ende zu tun haben und einem anderen Preis und eventuell könnte die Qualität ja davon abhängen. Okay? Unterm Strich halten wir aber erstmal fest, aus Monopolmacht können wir Regulierung in Bezug auf Produktqualität nicht rechtfertigen. So, bis jetzt haben wir angenommen, dass die Verbraucher die Qualität der Produkte erkennen können. Damit haben wir Informationsasymmetrien ausgeklammert. Und wie sieht es dann aus, wenn wir Informationsasymmetrien wieder einführen oder überhaupt erst einführen? Was für Probleme könnten denn vorliegen? Klar, Sie erinnern sich, bei adverser Selektion könnten wir uns vorstellen, dass die Verbraucher sich bei nicht erkennbarer Qualität nur an der Durchschnittsqualität orientieren können. Was, wie Sie wissen, das langfristig dazu führen kann, dass der Markt entweder ganz zusammenbricht oder dass zumindest die Anbieter von guter Qualität aus dem Markt rausfallen. Das ist ja das Grundproblem oder die Schlussfolgerung bei adverser Selektion. Und im Wettbewerbsmarkt, das heißt, im Wettbewerbsmarkt wäre adverse Selektion auf jeden Fall ein Problem. Die Frage ist, ob das bei einem Monopolmarkt auch gilt. Dadurch, dass wir auf dem Monopolmarkt genau einen Anbieter haben, ist die Durchschnittsqualität genau der echten Qualität. Es gibt nur diesen einen Anbieter, sodass das Problem der adversen Selektion auf dem Monopolmarkt hier in Bezug auf Produktqualität nicht relevant ist. Was ist mit nicht wahrgenommenen Qualitätsmängeln, also wenn die Verbraucher die Qualitätsmängel noch nicht mal richtig wahrnehmen können, also wenn wir es mit Vertrauensgütern zu tun haben. Wenn Mängel nicht wahrgenommen werden, klar, dann sollte die Nachfrage tendenziell zu hoch sein. Ne, denn wenn Sie irgendwie von einer bestimmten Qualität, durchschnittlichen Qualität ausgehen, und aber gar nicht sehen können, dass die Qualität schlechter ist, dann werden sie gesellschaftlich gesehen zu viel nachfragen. Gleichzeitig wird die Nachfrage nach unten gedrückt, weil die Monopolistin ja einen zu hohen Preis wählt. Es könnte also sein, dass durch das Monopol das Problem der zu hohen Nachfrage genau ausgeglichen wird. Muss aber nicht so sein. Bleibt schließlich noch das Problem der zu hohen Preise an sich. Und das muss tatsächlich durch Regulierung angegangen werden, zum Beispiel durch gesetzliche Preisobergrenzen oder Strafzahlungen bei über zu starker Ausnutzung der Marktmacht. Wir fragen uns jetzt also, wie eine Preisobergrenze sich auf den Monopolmarkt auswirkt. Zunächst wieder mal die Situation ohne Informationsasymmetrien. Warum? Weil wir uns erstmal nur auf den Effekt der Preisobergrenze konzentrieren wollen. Der Höchstpreis ist jetzt bei P quer gegeben, hier. Und klar,
der Regulierer wird diesen Preis unterhalb des Monopolpreises setzen. Ne? Sonst wäre es kein bindender Höchstpreis. Sonst wird es der Monopolistin nicht wehtun. Also wir haben einen Höchstpreis P quer unter dem Monopolpreis. Bei diesem Preis kann die Monopolistin gerade die Menge X1 quer absetzen. X1 quer ist eben die Menge bei Qualität 1, bei niedriger Qualität, die bei dem Höchstpreis abgesetzt werden kann, was für die Monopolistin eine Produzentenrente da ist die Produzentenrente, eine Produzentenrente äquivalent zu dieser blauen Fläche bedeutet. Was passiert mit der Konsumentenrente? Wir sind immer noch im ganz linken Bild. Die Konsumentenrente, die steigt natürlich. Ne? Also die Konsumentenrente war ja in der Monopolsituation hier diese Fläche. Und dadurch, dass der Preis jetzt gesunken ist und die Menge dadurch auch ausgeweitet wurde, steigt die Konsumentenrente um dieses Stück. Ist also insgesamt größer geworden. Für die Konsumenten ist es also gut. Frage? P quer ist die Preisobergrenze. Der regulierte Preis. Der Höchstpreis. Keine Ahnung, der Höchstpreis ist eigentlich am besten. Die Konsumentenrente muss natürlich steigen, weil wir uns der Wettbewerbssituation angenähert haben. Wie sieht es bei den anderen Qualitätsstufen aus? Wir sehen sofort, dass die Monopolistin bei der dritten Stufe auf keinen Fall irgendwas anbieten kann, denn ihre Grenzkosten, C3', liegen überhalb des Höchstpreises. Das heißt, es lohnt sich gar nicht für die Monopolistin anzubieten. Was passiert in der Mitte? In der Mitte sehen wir, dass die Monopolistin noch anbieten kann, weil ihre Grenzkosten niedriger sind. Aber was ist mit ihren Gewinnen? Wenn wir den Gewinn aus der ersten Stufe vergleichen mit dem in der zweiten Stufe, können wir auf den ersten Blick keine eindeutige Aussage machen, weil wir haben hier diesen Zipfel hier oben. Wir müssen rausfinden, ob das mehr ist als diese Fläche hier, die ja noch als zusätzlicher Gewinn in der zweiten Situation auftritt. Und ja, wenn man das dann macht, das kann auf, ich denke, Sie sehen es schon fast mit bloßem Auge. Sie sehen, der Gewinn ist in der ersten Situation höher, ne? Bei der niedrigen Qualitätsstufe. Was heißt das? Wir haben eine Preisregulierung eingeführt, um das Problem der Monopolmacht anzugehen und haben im Endeffekt eine Qualitätsreduktion erreicht. Das muss aber nicht unbedingt so sein. Das ist natürlich so, wie es hier gezeichnet ist, erstmal nur der Fall. Aber Sie merken schon, es wird auf keinen Fall eine Qualitätssteigerung geben durch diese Regulierung. Und was ist die Intuition dafür? Dass die Qualität potenziell sinkt, aber auf keinen Fall steigt durch diese Preisregulierung. Die Monopolistin wählt ja die optimale Qualität, wenn sie keine Einschränkungen hat, weil sie den vollen Effekt der Qualität auf die Nachfrage ausnutzen kann. Wenn sie die Qualität erhöht, die Monopolistin, kann sie ohne Einschränkung, ohne Höchstpreis, kann sie diesen Effekt auch voll abschöpfen, den Effekt auf ihren Gewinn. Wenn aber der Preis eingeschränkt ist, kann die Monopolistin nur noch den Mengeneffekt der Qualität ausnutzen. Die Verschiebung der Nachfrage nach oben kann nicht ausgenutzt werden, weil der Preis ja nach oben begrenzt ist. Das heißt, die Monopolistin kann nur die Verschiebung der Nachfrage nach rechts ausnutzen. Das ist diese weiße Fläche, die es nach rechts zusätzlich ergibt. Und da die Monopolistin den vollen Effekt ihrer Qualitätssteigerung nicht mehr wahrnehmen kann, die Kosten aber weiterhin voll trägt, wird sie tendenziell die Qualität senken. Und gleichzeitig sehen wir aber natürlich, dass die Konsumentenrente durch die Einführung der Preisobergrenze immer steigen wird. Heißt das jetzt, wir müssen die Qualitätsreduktion mit der Steigerung der Konsumentenrente gegeneinander abwägen? Nein. Denn die Konsumentenrente ergibt sich ja aus dem Zusammenspiel von Nachfrage und Preis und die Nachfrage
ist ja hier in jedem Bild anders. Die Nachfrage enthält ja schon die Bewertung der Qualität. Und der Qualitätsverlust ist damit schon berücksichtigt, da wir uns die Nachfrage 1 anschauen, zum Beispiel statt Nachfrage 2. Wir halten also fest, Preisregulierung ist ein gutes Instrument, um den Preis zu steuern. Die Qualität können wir damit allerdings nicht vorteilhaft beeinflussen. Bislang haben wir hauptsächlich über Monopolmacht gesprochen. Jetzt verlegen wir den Fokus mehr auf die Informationsasymmetrien. Kleiner Rückblick auf die Problematik. Je nachdem, ob wir es mit Gütern mit Such- oder Erfahrungs- oder Vertrauenseigenschaften zu tun haben, da erinnern Sie sich, können Informationsasymmetrien unterschiedlich problematisch sein. Manchmal, insbesondere wenn wir es mit Erfahrungsgütern zu tun haben, können wir Informationsasymmetrien durch Marktmechanismen oder innerhalb von Marktmechanismen überwinden. Das war zum einen Signalisierung durch Garantien und zum anderen ging das über Reputation. Ne? Das waren Mechanismen, die innerhalb eines Marktmechanismus das funktionieren können. Und inwieweit können Rationalitätsdifferenzen problematisch sein? Habe ich schon gesagt. Ne? Wenn die Verbraucher weniger rational sind in Bezug auf auf den Konsum als die Produzenten, kann das zu ähnlichen Problemen wie Informationsasymmetrien führen. Und das führt dann auch so zu ähnlichen Lösungen. So können Hersteller zum Beispiel Reputationen aufbauen, dass sie Rationalitätsmängel nicht ausnutzen werden. Denken Sie an Banken zum Beispiel. Nächste Frage, welche Formen kann der Verbraucherschutz annehmen? Gegeben, dass die Durchsetzung kein Problem ist, das klammern wir hier immer aus. Produktregulierung ist ein guter Mechanismus, gleichbleibende Qualität eines Produktes zu sichern. Aber das Problem ist, wenn wir ein Produkt an sich regulieren, dann kommt immer nur die gleiche Qualität raus, weil wir genau festlegen, was das Produkt am Ende sein soll. Und das Problem ist dann, das muss nicht unbedingt effizient sein, wenn Sie sich überlegen, dass Verbraucher heterogen sein könnten in ihrer Nachfrage nach Qualität. Das heißt, es gibt welche, die wollen nur niedrige Qualität, es gibt welche, die wollen nur mittlere, es gibt welche, die wollen ganz hohe Qualität. Und da reicht reine Produktregulierung dann nicht. Da könnten wir eventuell über Informationsregulierung was schaffen. Wenn Sie Lebensmittel kaufen, können Sie auf der Packung in der Regel ablesen, welche Inhaltsstoffe drin sind und in welcher relativen Mengenreihenfolge. Was als erstes kommt, ist immer am meisten drin. Und das gibt Ihnen auch ein Signal, zum Beispiel, das gibt auch Ihnen auch ein Signal über Qualität. Ja? Wenn Sie zum Beispiel irgendwas kaufen wollen, wenn Sie nur Vollkornprodukte kaufen wollen, dann können Sie bei den Inhaltsstoffen ablesen, ob da jetzt nur Vollkornprodukte drin sind, Inhaltsstoffe, oder ob da auch irgendwie Weißmehl oder irgendwas oder Zucker drin ist. Das können Sie darin sehen, das ist ein Signal für die Qualität und das ermöglicht es den Konsumenten, den Verbrauchern dementsprechend die Qualität zu kaufen, die sie haben möchten. Komplett können wir Informationsasymmetrien dadurch natürlich nicht abbauen. Es gibt genug Tricks, mit denen die Hersteller bestimmte Inhaltsstoffe verstecken können. Also es gibt bestimmt 10 verschiedene Ausdrücke für Zucker. Und das trennt man oft auf, einfach damit Zucker nicht als erstes steht. Es gibt bestimmte Abkürzungen, die man erst nachschlagen muss, das ist auch geregelt. Aber der Punkt ist, komplett können wir Informationsasymmetrien damit nicht abbauen. Und oft ist es für die Verbraucher, für sie auch gar nicht rational, vollständige Informationen zu sammeln, ne, weil es unheimlich aufwendig sein kann. Das heißt, es kann rational sein, uninformiert zu sein. Ein Stück weit. Es könnte aber auch sein, dass wenn wir jetzt über eine Dienstleistung reden, dass die Dienstleistung reden oder über zum Beispiel sowas wie Facebook, dass die AGB einfach super kompliziert formuliert sind und dass sie als Normalmensch einfach keine Chance haben, den Informationsgehalt da hundertprozentig rauszuziehen. Andere Formen des Verbraucherschutzes, klar, sind Qualifikationserfordernisse für Anbieter, habe ich eben schon gesagt, sowas wie Meistererfordernis. Und Vertragsregulierung ist das gleiche wie Produktregulierung.
zunächst ein bisschen was zur Produktregulierung. Es gibt zwei Ansätze, wie man ein Produkt regulieren kann. Man kann entweder das Produkt selber regulieren, also das Endprodukt, oder die Produktionsweise des Produktes. Welcher Ansatz besser ist, hängt davon ab, was leichter zu kontrollieren ist. Das Ziel ist es immer, dass die Produkteigenschaften am Ende gut sind, zumindest in Bezug auf Verbraucherschutz. Das heißt, eigentlich müsste das Produkt selber reguliert werden. Und weil es aber manchmal schwer beobachtbar ist oder nur sehr teuer, lohnt es sich eben manchmal mehr, die Produktionsweise zu regulieren. Und zwar nicht nur in Bezug auf die physischen Inputfaktoren, also das, was wirklich in die Produktion einfließt, sondern auch in Bezug auf die Qualität der menschlichen Arbeit. Da gibt es auch Regulierung zu. Was ist denn dann die optimale Qualität des Produktes? Das können wir genauso bestimmen wie die optimale Sorgfalt im Schadensrecht. Das nennen wir auch das Totem der Rechtsökonomik. Nämlich, die optimale Sorgfalt ist die Sorgfalt oder die optimale Qualität ist die Qualität, bei der die Summe der Qualitätskosten und der Kosten aus Mangel an Qualität minimiert werden. Also die Gesamtkosten sollen minimiert werden. Bei Qualität können wir versuchen zu argumentieren, es gibt nur eine Dimension, in der wir Qualität messen, und dann gibt es dementsprechend eine Nachfrage und ein Angebot an Qualität, und darauf aufbauend können wir dann die Nachfrage nach Qualität durch Zahlungsbereitschaften für Qualität abschätzen. Optimale Qualität können wir dann dort bestimmen, wo die Grenzkosten der Qualität dem Grenznutzen der Qualität entsprechen. Mit anderen Worten, wir müssen eine Kosten-Nutzen-Analyse in Bezug auf die Qualität durchführen. Das ist wiederum mit Problemen verbunden, können Sie sich vielleicht vorstellen. Und zwar weiß der Regulierer, der Staat, nur sehr ungenau, wie hoch die Nachfrage nach Qualität ist, wie hoch das echte Angebot an Qualität ist. Sie könnten versuchen, Leute nach ihren Zahlungsbereitschaften zu fragen nach Qualität, aber da ist es sehr unwahrscheinlich, dass sie im Durchschnitt wahrheitsgemäße Daten erhalten würden. Aus Sicht des Regulierers muss zum Beispiel oft entschieden werden, was implizit der Wert eines Menschenlebens ist. Wenn Sie an das Risiko bei Produkten denken oder von mir aus einfach die Gefahr, die in einem Gut drinstecken kann, oder von mir aus irgendein Krebsrisiko, dann muss der Regulierer entscheiden, was implizit der Wert eines Menschenlebens ist. Denn wenn eine Maßnahme nicht durchgeführt wird, die im Schnitt Menschenleben retten würde, dann ist implizit der statistische Wert des Lebens im Durchschnitt geringer als die Kosten der Maßnahme. Okay? Und das ist natürlich eine sehr schwere Entscheidung. Und wenn man sich das empirisch anschaut, versucht nachzuvollziehen, ist es auch keine konsistente Entscheidung. Also manchmal ist ein Menschenleben für die Politik dann im Durchschnitt mehr wert, manchmal weniger. Das kann total variieren zwischen 50.000 Euro und mehreren zig Millionen, je nach Kontext. Und wenn wir entscheiden müssen, was optimale Qualität ist, müssen wir auch die Kosten erheben können. Sorry. Da haben wir auch Probleme, das zu erheben, zumindest aus Sicht des Regulierers. Ne? Klar, der Produzent wird ein relativ gutes Bild davon haben, was seine Kosten der Qualität sind, aber der Regulierer weiß das nicht, und es kann natürlich schwer sein, das rauszufinden. Ein weiteres Problem der Produktregulierung kann sein, wenn die Qualitätsansprüche heterogen sind. Denn die Regulierung an sich setzt ja genau eine Qualitätsgrenze fest. Und nehmen wir ein stark vereinfachtes Modell hier mit einem Wettbewerbsmarkt. Die Verbraucher haben keine Informationen über die Produktqualität. Und wir nehmen an, es gibt drei Typen von Verbrauchern, welche mit hoher, mittlerer und niedriger Qualität, welche hohe, mittlere und niedrige Qualität nachfragen. Und mit Hilfe von staatlicher Regulierung können wir genau ein Niveau der erforderlichen Qualität festlegen. Die beste Strategie des Regulierers ist dabei, sich an der durchschnittlichen Nachfrage zu orientieren. Und das Problem, das dabei auftaucht, ist natürlich, dass dadurch die Typen, die hohe Qualität nachfragen, zu geringe Qualität erhalten und die, die niedrige Qualität eigentlich wollen, zu hohe Qualität erhalten. Ein zweites Problem, das auftaucht, ist, dass eine zu geringe Menge an Qualität auf den Markt kommt, denn die, die geringe Qualität nachfragen, wären ja bereit, Qualitätseinbuße in Kauf zu nehmen, um weniger zu zahlen,
und das wäre verbunden mit geringeren Produktionskosten als bei durchschnittlicher Qualität für alle und zwar mit einer Kostenreduktion, die stärker ist als die Qualitätsreduktion. Das heißt, die Nachfrage sinkt weniger als das Angebot, die Menge müsste also eigentlich steigen bei vollständiger Automation. Und die höhere Qualität nachfragen, wären bereit, einen viel höheren Preis zu bezahlen, wenn die Qualitätskosten gesteigert würden. Ausgehend von durchschnittlicher Qualität würde die Nachfrage dann stärker steigen als das Angebot. Auch dort würde die Menge also steigen, wenn wir nur vollständige Informationen hätten. Unterm Strich haben wir also eine zu geringe Menge. Wir müssten also über Produktregulierung hinausgehend noch auch die Informationen regulieren, um zu einem optimalen Ergebnis zu kommen. Denn so könnte jeder Verbraucher selber entscheiden, welche Qualität er oder sie kaufen möchte. Dann haben wir aber potenziell ein Problem der Überinformation, habe ich eben schon kurz angesprochen, da die menschliche Informationsverarbeitungskapazität nur beschränkt ist, was es natürlich auf der anderen Seite wiederum möglich macht, wichtige Informationen zu verstecken. Okay? Das heißt, Informationsregulierung ist auch nicht unbedingt das Allerheilmittel. Ein weiteres Problem bei Informationsregulierung ist, dass Menschen Wahrscheinlichkeiten in der Regel nur schwer einschätzen können oder oft oder von mir aus auch systematisch falsch einschätzen, insbesondere kleine Wahrscheinlichkeiten. Besonders schön sehen wir das bei Patienteninformationen zu Medikamenten. Solche Angaben wie hier sind erstens sehr ungenau, weil nur in bestimmten Bereichen angegeben wird, wie wahrscheinlich etwas ist. Und zweitens stecken da Wertungen drin. Also sehr häufig und sehr selten ist kein neutraler, sind keine neutralen Ausdrücke. Und das macht es dann wiederum es für den Verbraucher sehr schwer, die Wahrscheinlichkeiten rational einzuschätzen. Qualifikationserfordernisse für Anbieter sind auch eine Möglichkeit des Verbraucherschutzes. Und zwar bieten sie eine Möglichkeit, die Kosten des Qualitätsangebotes zu reduzieren. Das Argument haben Sie schon mal kennengelernt. Wenn Sie einen Meister haben, der weiß, wie er gut Qualität anbieten kann, dann heißt das, er kann billig Qualitätsdienstleistung von mir aus anbieten. Das heißt, er wird auch mit höherer Wahrscheinlichkeit gute Qualität anbieten. Okay? Nur weil er es billig kann, billiger als jemand, der keinen Meister hat, heißt das, er hat eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass er es auch wirklich tun wird. Das ist genauso bei den freien Berufen. Das ist das Grundargument hierfür. Und Vertragsregulierung, habe ich jetzt schon dreimal gesagt, ist so ähnlich, ziemlich ähnlich wie Produktregulierung. Da gibt es den Sonderfall der AGB-Regulierung, weil da geht es nicht nur um die Regulierung der Qualität, sondern auch darum, dass durch das Prinzip der Unabdingbarkeit das Problem der adversen Selektion überwunden wird und damit Transaktionskosten gesenkt werden. Also das Prinzip der Unabdingbarkeit schränkt stark ein, was mit AGB durchsetzbar ist und dadurch werden Transaktionen erleichtert und das Problem der adversen Selektion überwunden. Und klar, Gewährleistung und Produkthaftung sind auch mögliche Formen von Vertragsregulierung. Das wichtigste Problem, was bei Verbraucherschutz aus ökonomischer Sicht auftritt, ist, dass man Verbraucherschutz als Konkurrenzschutz missbrauchen kann. Ein klassisches Beispiel hierfür in Bezug auf die Qualifikationserfordernisse ist das sogenannte Apothekenurteil. Da ging es ganz klar um die Marktmacht der Apotheker. Die eine Seite wollte einschränken, dass neue Wettbewerber auf den Markt treten können. Die andere Seite wollte den Markt öffnen. Da hatte es im Endeffekt aus ökonomischer Sicht, da ging es nicht so sehr um Verbraucherschutz, sondern wirklich nur um Marktmacht. Äquivalent finden wir in Bezug auf Produktregulierung, eine Anwendung beim deutschen Reinheitsgebot, weniger lässt sich es anwenden bei der Informationsregulierung, wobei die Entscheidung darüber, welche Sprachen auf einer Verpackung zu finden sind, kann man auch schon als eine Wettbewerbsentscheidung sehen. Als eine Konkurrenz, also eine Maßnahme, die den Wettbewerb einschränkt. Und das war das Thema Verbraucherschutz im
im doppelten Tempo. Wie schon angekündigt, das war jetzt sehr schnell und sehr oberflächlich. Einfach nur, damit wir das Vertragsrecht jetzt mal langsam hinter uns haben und was Neues einsteigen können. Nämlich die ökonomische Analyse der Eigentumsrechte. Und da fangen wir an mit dem berühmten Coase-Theorem. Vielleicht erinnern Sie sich, Schäden werden grundsätzlich reziprok verursacht. Also immer von beiden Seiten mit verursacht. Denn der Geschädigte hätte ja auch vorsichtiger sein können. Und einfach nicht an der Unfallstelle sein können, zum Beispiel. Klassische Beispiele: der Landwirt, der düngt, und die Trinkwassergewinnungsanlage oder Flughafen und Anwohner. In fast allen Beispielen können wir uns eigentlich logisch überlegen, dass beide Seiten in der Lage wären, eventuell entstehende Schäden zu vermeiden. Ne? Also die Trinkwassergewinnungsanlage muss nicht unbedingt da sein, wo ein düngender Landwirt ist, oder der Landwirt muss nicht unbedingt dieses Feld düngen. Beim Flughafen ist genauso, okay, die Anwohner müssten auch nicht unbedingt da wohnen und könnten damit auch den Schaden vermeiden, der durch den Lärm entsteht. Das zugrunde liegende Problem ist, dass eine Ressource von mindestens zwei Parteien gleichzeitig genutzt werden will, dass zwei Parteien eine Ressource nutzen wollen und es dabei einen Konflikt gibt. Und der Artikel, in dem das Problem ökonomisch aufbereitet wurde, ein ganz berühmter Artikel, ist der 1960er Artikel von Ronald Coase, The Problem of Social Cost. Lohnt sich auch für Sie zu lesen, weil er weitgehend ohne Mathematik auskommt und ganz gut geschrieben ist. Und Ronald Coase, ja, wird so ein bisschen gesehen als einer der Begründer der Rechtsökonomik, gerade mit dieser Erkenntnis in diesem Paper, in diesem Artikel. Was sind die zentralen Argumente von Coase? Externe Effekte, nicht nur im Deliktsrecht, sind stets reziproker Natur. Wir brauchen also immer das Zusammentreffen von mindestens zwei Parteien. Außerdem kann es externe Effekte nur geben, wenn die Verfügungsrechte unzureichend spezifiziert sind. Auf Englisch sprechen wir typischerweise von Property Rights statt es ist nicht die 1:1-Übersetzung. In manchen Büchern, auch auf Deutsch, wird eher von Eigentumsrechten gesprochen statt von Verfügungsrechten. Manchmal sind es auch Handlungsrechte, aber ich finde, Verfügungsrecht trifft es eigentlich am genauesten. Das heißt, es ist unklar, wer genau was machen darf. Coase schließt daraus, dass externe Effekte kein technologisches Problem sind, sondern immer ein institutionelles Problem. Wenn die Institutionen nur richtig sind, dann sind externe Effekte kein Problem mehr. Coase argumentiert weiter, dass strittige Verfügungsrechte, also Rechte an einer Ressource, die von mehreren Leuten genutzt werden soll, stets dorthin wandern werden, wo die Rechte am meisten geschätzt werden. Ne, das schauen wir uns gleich noch an, warum das so ist. Wer also den höchsten Nutzen aus der Nutzung einer Ressource zieht, der bekommt auch das Recht, diese Ressource zu nutzen. Und also er hat einen Anreiz, dieses Recht sich auch zu erwerben, selbst wenn er es nicht hat. Und deswegen ist es egal, wie am Anfang der Situation, der Verhandlungssituation, die Verfügungsrechte verteilt sind, welche Seite das Recht hat an der Ressource. Und damit das Ergebnis rauskommt, müssen zwei Bedingungen erfüllt sein, nämlich, dass die relevanten Transaktionskosten hinreichend gering sind und zweitens, dass es keine Vermögenseffekte gibt oder dass sie nur eine ganz kleine Rolle spielen. Und wenn es erfüllt ist, argumentiert Coase, dass immer dieselbe Allokation rauskommen wird. Bevor wir weiter in das Argument einsteigen, hier nochmal eine kurze Erinnerung, was mit Transaktionskosten gemeint ist. Transaktionskosten sind bei Coase die Costs of Carrying Out Market Transactions, also die Kosten der Nutzung des Marktes oder genauer die Kosten des Vorbereitens, Aushandelns und Durchsetzens einer Vereinbarung über den Tausch von Verfügungsrechten. Was ist hier mit Vermögenseffekten gemeint? Das ist vergleichbar mit Einkommenseffekten, die Sie in der VWL schon kennengelernt haben. Es geht hier also darum, dass unterschiedliche Rechtezuweisungen Verteilungswirkungen haben könnten.
also dazu führen könnten, dass die Rechte dann wiederum unterschiedlich bewertet werden. Schauen wir uns ein Eingangsbeispiel an. Im Text ist das Sturgis versus Bridgman. Das ist hier für diese Vorlesung natürlich in Euro umgeschrieben. Wir gehen aus von einem Konditor K und einem Arzt A. Der Konditor K betreibt sein Geschäft seit Jahrzehnten. Eines Tages eröffnet nebenan ein Arzt A eine Praxis. Das läuft erstmal problemlos, bis der A ein neues Besprechungszimmer einrichten will, und zwar direkt angrenzend zur Küche des K. Und der A stellt dann fest, dass der Lärm aus der Küche die Nutzung des Zimmers als Besprechungszimmer unmöglich macht. Was passiert? Der A klagt gegen den K und das Gericht verbietet dem K, die Küche an dieser Stelle zu nutzen. Begründung, Argument der Richter: Any other decision would have had a prejudicial effect upon the development of land for residential purposes. Also auf Deutsch, jede andere Entscheidung hätte eine ganz stark einschränkende Wirkung auf die Nutzung von Flächen in dieser Nachbarschaft allgemein gehabt. Diese Argumentation legt eine bestimmte Vorstellung davon zugrunde, wie sich Entscheidungen über die Zuteilung von Rechten auf das Verhalten von Menschen auswirken. Und Coase stellt die Frage, ob die gerichtliche Entscheidung tatsächlich einen Einfluss auf die Nutzung der Ressource hat. Es könnte ja sein, dass selbst wenn der K das Recht erhält, die Küche zu nutzen, er es nicht tun würde, weil der A ihm dafür kompensieren würde, es nicht zu tun. Und diese Argumentation schauen wir uns jetzt genauer an. Zahlenbeispiel, wieder an Coase angelehnt. Wir sind immer noch bei A und K. Nehmen wir an, der Gewinn des A aus der Nutzung des Besprechungszimmers sei 100, der Gewinn des K aus der Nutzung der Küchenräume sei 90. Also wie Sie die Zahlen genau wählen, ist egal. Hauptsache, sie sind nicht genau gleich. Nehmen wir an, der K bekommt vom Gericht das Verfügungsrecht zugeteilt. Er darf also unilateral entscheiden, ob er die Küche nutzen wird oder nicht. Und klar, wenn der K die Küche nutzt, heißt das für den A, dass er sein Besprechungszimmer nicht nutzen kann. Und Sie sehen vielleicht schon, wo das hinläuft. Dem A ist die Nutzung der Ressource mehr wert, nämlich 100, und das ist mehr als 90. Der A könnte dem K also irgendeinen Betrag zwischen 90 und 100, oder von mir aus 99,99, zahlen, sagen wir 95, und dafür das Recht erkaufen, sein Besprechungszimmer zu nutzen. Der K kann zwar jetzt seine Küche nicht mehr nutzen, aber er hat ja von dem A eine Kompensationszahlung von 95 bekommen. Und das ist ihm immer noch lieber als die 90, die er aus der direkten Nutzung der Küche hätte. Okay? Für den A lohnt sich das auch, denn der hat auch unterm Strich immer noch einen positiven Betrag von 5. Also 5 mehr, als wenn er das Besprechungszimmer gar nicht nutzen könnte. Und jetzt kommt eben der Clou. Was ist, wenn der A umgekehrt das Verfügungsrecht an der Ressource erhält, wenn also der Arzt von vornherein das Recht hat, sein Besprechungszimmer ungestört zu nutzen? Der K kann dem A nicht genug bieten, klar, um die Nutzung des Besprechungszimmers einzustellen. Das heißt, der A wird weiterhin das Besprechungszimmer nutzen und der K kann seine Küche nicht weiter nutzen. Das wichtige Ergebnis, was hierbei rauskommt, ist: In jedem Fall, in beiden Fällen, stellt der K am Ende die Nutzung seiner Räume ein. Und der K ist eben die Partei mit der geringeren Wertschätzung der Ressource. Ja, wir haben noch genug Zeit, das einfach umgekehrt nochmal anzuschauen. Sagen wir, der Gewinn des A wäre nur 90, also die Nutzung des Besprechungszimmers, und der K hätte einen höheren Gewinn aus der Nutzung der Küche. Dann wenn der K dann ursprünglich das Verfügungsrecht daran hat, an der Ressource, dann kann der A sich eben von dieser Duldungspflicht freikaufen.
Der A kann sich nicht davon freikaufen, klar. Der K hat das Verfügungsrecht, ihm ist die Nutzung der Räume mehr wert, das heißt, er wird sich, er wird weiter auch die Räume benutzen. Umgekehrt, wenn der A das Recht hat, sein Besprechungszimmer zu nutzen, ist die Folie richtig? Sorry. Okay, so. Ich hatte einen kleinen Denkfehler. Der A hat das Recht, sein Besprechungszimmer zu nutzen, aber weil im K die Nutzung der Küche mehr wert ist, klar, kann der K dem A irgendwas zahlen zwischen 90 und 100 und am Ende kommt eben raus, dass in jedem Fall die Küche weiter benutzt wird. Okay? Das heißt, hier kommt raus, die Partei, der die Nutzung der Ressource mehr wert ist, wird am Ende die Ressource auch nutzen. Was folgern wir daraus? Handlungen hängen nur von der relativen Wertschätzung ab, nicht von der Zuordnung der Verfügungsrechte. Es ist irrelevant, wer am Anfang die Rechte an der Nutzung der Ressource hat. Und das setzt natürlich voraus, dass die Verfügungsrechte nach der ursprünglichen Zuordnung noch zu möglichst geringen Kosten handelbar sind. Dass es also geringe Transaktionskosten gibt, der Verhandlung zwischen A und K. Was könnte zum Beispiel ein Hindernis sein? Was könnte die Transaktionskosten steigern? Na, wenn A und K nicht dieselbe Sprache sprechen, zum Beispiel. Ja? Das könnte die Transaktionskosten erhöhen. Heißt das denn, dass es den beiden Parteien im Endeffekt egal ist, wer das Verfügungsrecht hat? Nein, ist es nicht. Denn für das Endvermögen der Parteien ist es, macht es einen gewaltigen Unterschied, wer am Anfang das Verfügungsrecht hat. Erinnern Sie sich an das erste Zahlenbeispiel, bei dem die Nutzung der Räume dem K mehr wert war als dem A. Da hat der K am Ende 5, wenn er das Verfügungsrecht nicht hat am Anfang. Okay? Und wenn er von Anfang an das Verfügungsrecht hat, hat er am Ende 100. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Das Ergebnis in der Handlung ist gleich. Das Besprechungszimmer wird das Besprechungszimmer wird genutzt. Aber das Vermögen des A ist schon davon betroffen. Okay? Das ist aber ein reiner Vermögenseffekt. Die Überlegung aus dem Zahlenbeispiel können wir noch ein bisschen verallgemeinern. Sagen wir, der A tut etwas, was mit einer Handlung des B konfligiert. Da steckt also der Konflikt über eine Ressource drin. Dem A ist seine Handlung VA wert, dem B ist die Handlung VB wert. V steht für Value, ist also der Nutzen, der aus der Handlung gezogen wird. Wenn VA größer ist als VB, dann wird am Ende nur der A seine Handlung fortsetzen, egal wer ursprünglich die Verfügungsrechte hat. Nämlich, wenn wenn der A von Anfang an das Verfügungsrecht hat, also diese Situation, und ihm auch die Handlung mehr wert ist, dann behält er das Verfügungsrecht und realisiert den Nutzen VA, klar. Wenn der B am Anfang das Nutzungsrecht hat, dann kauft der A dem B es ab, nämlich für einen Betrag VB plus X, wobei gelten muss, dass der Nutzen, der dann dem A noch übrig bleibt, also VA minus VB plus X, immer noch positiv sein muss. Klar, ne, sonst hätte der A unterm Strich keinen Anreiz, das zu machen. Aber wir wissen, dadurch, dass VA größer ist als VB, gibt es einen Spielraum. Es gibt einen Spielraum X von Zahlungen, die machbar sind, damit der A das Recht erkaufen kann. Okay, und das heißt, egal wer ursprünglich das Verfügungsrecht hat, der A wird die Aktivität fortsetzen, wenn sie ihm mehr wert ist als dem B. Und umgekehrt genauso. Ne, wenn dem B das mehr wert ist,
und er ursprünglich das Verfügungsrecht hat, wird er das auch weiter machen und einen Nutzen VB realisieren. Wenn er ursprünglich das Verfügungsrecht nicht hat, dann wird er dem A einen Betrag VA plus X zahlen, und zwar so, dass am Ende der B immer noch was übrig hat. Und das ist auch auf jeden Fall gegeben, weil wir ja angenommen haben, dass VB größer ist als VA. Und egal, wer am Anfang die Verfügungsrechte hat, wenn dem B die Handlung mehr wert ist als dem A, dann wird am Ende der B die Handlung auch durchführen. Fragen? Nein. Eine Variante davon ist die folgende Betrachtung, ist eine leichte Vereinfachung. Der A tut etwas und das stört den B. Okay, das heißt, es geht jetzt nicht mehr darum, dass beide parallel eine Handlung machen wollen, sondern es geht konkret um die Nutzung und Nichtnutzung einer Ressource nur. Im Prinzip haben wir also immer noch das gleiche Problem, bloß dass wir wieder durch einen Trick eben die Anzahl der Dimensionen verringern. Dem A ist seine Handlung VA wert. Und dem B ist die Unterlassung der Handlung VB wert. Okay? Wie können Sie sich das vorstellen? Sagen wir, A und B wohnen zusammen in einer Zweier-WG und der A möchte gerne in der gemeinsamen Küche rauchen und der B findet das aber doof. Und sagen wir, dem A stiftet also das Rauchen einen bestimmten Nutzen VA und dem B verursacht das quasi einen Schaden oder einen Disnutzen, für dessen Vermeidung er auch bereit ist, Geld zu zahlen. Wenn jetzt der A das Rauchen höher bewertet als der B die frische Luft in der Küche, dann wird am Ende der A auf jeden Fall weiter rauchen, egal wer am Anfang das Recht auf die Luft hat. Wenn der A am Anfang das Recht hat, dann realisiert er einfach nur den Nutzen A durch das Rauchen. Wenn der B am Anfang das Recht hat auf also das Recht auf frische Luft in der Küche, dann kann der A dem B immer noch den Betrag VB plus X zahlen, um trotzdem rauchen zu dürfen. Und genauso umgekehrt, wenn dem B die frische Luft mehr wert ist, dann wird am Ende das Rauchen auch auf jeden Fall unterlassen. Ich denke, die Grundaussage des Coase-Theorems ist Ihnen jetzt klar geworden. Die Handlung, die am Ende rauskommt, ist, wenn die Rechte gehandelt werden können, unabhängig davon, wer die Rechte ursprünglich zugeteilt bekommt. Okay? Das ist das sogenannte positive Coase-Theorem. Warum positiv? Weil da ist keine Soll-Aussage drin. Es ist eine reine Verhaltensvorhersage, was also passieren wird und was nicht passieren. Und nicht, es steht nicht drin, was passieren sollte aus gesellschaftlicher Sicht, sondern nur ist eine reine Vorhersage, was passieren wird. Und dieses Coase-Theorem ist eine der zentralen Aussagen des Aufsatzes von Coase, wobei der Aufsatz interessanterweise das Theorem selber nicht so gekennzeichnet enthält, sondern man muss es halt rauslesen. Nochmal, wie es auf der Folie steht, wenn Rechte ohne Transaktionskosten aufgrund von Verhandlungen reallokiert werden können, ist ihre endgültige Allokation immer dieselbe, unabhängig von der ursprünglichen Zuordnung der Rechte. Und das ist einfach nur nochmal in einem langen deutschen Satz das festgehalten. Und dieses Theorem, da steht es ja, dieses Theorem nennen wir auch Invarianzthese, weil es eben egal ist, wer am Anfang die Rechte an der Nutzung der Ressource hat, es kommt immer das Gleiche raus. Bislang ging es nur darum, ob eine Handlung durchgeführt wird oder nicht, also eine diskrete Unterscheidung. Und das Coase-Theorem können wir auch erweitern auf den Fall, wo eine störende Handlung stetig ausgeführt wird. Der A tut etwas, also im Umfang X, und dieses Etwas stört den B.
Und dem A ist eine zusätzliche Einheit seiner Handlung VA wert, abhängig davon, wie viel er von der Handlung schon durchgeführt hat. Das können wir mathematisch so darstellen. Das erste bisschen der Handlung ist dem A sehr viel wert, nämlich V0. Das wäre zum Beispiel die erste Zigarette des Tages. Ich weiß nicht, inwieweit Sie das nachvollziehen können. Für mich wäre das der erste Kaffee des Tages. Wobei, da hätte ich keinen negativen Effekt auf irgendjemand anders. Die zweite Zigarette stiftet ein bisschen weniger Nutzen, die dritte noch ein bisschen weniger, bis irgendwann, keine Ahnung, von mir aus, die 40. Zigarette am Tag gar keinen Nutzen mehr bringt. Ich weiß nicht, wie viel man so am Tag raucht. Das heißt, je mehr der A von der Handlung durchführt, desto weniger Nutzen stiftet ihm das. Ne, das steckt hier drin, in diesem minus μ mal x. Ne, also das x ist die Anzahl der Zigaretten von mir aus. Das hier ist der Parameter, der sagt, wie stark der Nutzen des A sinkt pro zusätzlicher Zigarette. Okay? Das heißt, wir haben eine lineare Funktion in Abhängigkeit von x. Umgekehrt können wir uns das für den B überlegen. Den B stört die erste Zigarette nur ein kleines bisschen, die zweite stört ihn schon ein wenig mehr und so weiter und so weiter. Es ist also genau umgekehrt. Mathematisch halten wir das hier mit der Funktion Kappa mal x fest. Und wenn Sie da, also da sehen Sie, ne, wenn wir hier 0 Zigaretten einsetzen, dann entsteht auch gar kein Schaden. Das heißt, die Zahlungsbereitschaft für die Vermeidung ist genau 0, weil es ist ja noch gar kein Schaden. Okay? Und je höher aber dieses x wird, desto höher wird die Zahlungsbereitschaft und wie stark das steigt, steckt in diesem Parameter Kappa drin. Okay? Und wir werden gleich sehen, grafisch ist das ein Steigungsparameter. Je mehr der Handlung durchgeführt wird, je mehr geraucht wird, desto mehr stört es den B also. Das können wir in einem einfachen Diagramm festhalten. Wir haben hier x, die Anzahl der Zigaretten oder von mir aus das Ausmaß der störenden Handlung auf der horizontalen Achse, v, die Wertschätzungen jeweils auf der vertikalen Achse und das hier wäre jetzt die Wertschätzung des A, das ist eine fallende Gerade mit Achsenabschnitt V0, klar, mit Steigung minus μ. Und die Wertschätzung des B ist dann hier diese steigende Gerade, die bei 0 anfängt, Kappa mal x. Klar, ne, wenn Sie hier für x 0 einsetzen, dann landen wir bei V gleich 0, deswegen muss es hier im Ursprung anfangen. Steigung ist Kappa, die Linien überschneiden sich irgendwo und rechts bei der gestrichelten Linie haben wir natürlich das Limit der Handlung, nämlich genau da bei der Anzahl der Zigaretten, bei der der A absolut keinen Nutzen mehr rausziehen kann. Ne? Also wenn er da noch eine Zigarette mehr raucht, wird ihm schlecht, keine Ahnung, irgendwie sowas. Darüber hinaus zu denken, macht gar keinen Sinn. Okay, deswegen ist das ein natürliches Limit für unsere Betrachtung, deswegen da die gestrichelte Linie. Jetzt überlegen wir uns, was passiert. Nehmen wir mal an, der B hat das Verfügungsrecht. Der A darf also in der Küche nicht rauchen. Das wäre eine ursprüngliche Situation, zum Beispiel hier von x0 gleich 0. Also 0 Zigaretten in der Küche, kann es trotzdem sein, dass der A rauchen wird? Ja, denn in diesem gesamten linken Bereich, also Bereich links des Schnittpunktes, gilt ja, dass die Bewertung der Handlung dem A mehr wert ist, als dem B das Unterlassen wert ist. Ja? Also in diesem ganzen linken Bereich hier, links des Schnittpunktes, ist die Bewertung des A größer. Und da haben wir auch eine gewisse Dynamik drin. Denn egal, wo wir im linken Bereich sind, der A wird dem B immer etwas zahlen, um das Ausmaß seiner Handlung, also die Anzahl der Zigaretten, ein bisschen auszuweiten. Das ist hier in diesem ganzen linken Bereich, im gelben Bereich, der Fall. Und das ist durch diesen Pfeil gekennzeichnet.
Ne? Egal, wo wir hier links sind, es gilt, dass die Bewertung des A größer ist als das B. Das heißt, der A kann dem B noch ein bisschen mehr zahlen, um noch ein bisschen mehr zu rauchen. Das geht genau so lange, wie VA größer ist als VB, also genau bis zu diesem Schnittpunkt X Stern. Da kann der A dem B nicht mehr ein bisschen was extra zahlen, um mehr zu rauchen, weil rechts davon ist die Rechtschätzung des B größer. Und ab da findet er zusätzliches Rauchen schlimmer, als der A es gut findet. Egal, wo wir also im linken Bereich anfangen, wir landen immer bei X Stern durch Verhandlungen, okay? Wenn Verhandlungen kostenlos möglich sind. Nehmen wir an, umgekehrt, der A hat das Verfügungsrecht an der Handlung, also der A kann darüber bestimmen, ob geraucht wird oder nicht in der Küche. Und nehmen wir an, er fängt mit seinem Maximum an, von 40 Zigaretten von mir aus. Das bleibt natürlich nicht so, denn in diesem Bereich hier rechts gilt überall, dass die Wertschätzung des B größer ist als die Wertschätzung des A, ne, an der Luft. Heißt, egal, wo wir hier auf der rechten Seite anfangen, der B wird dem A immer ein bisschen mehr zahlen können und am Ende noch was Positives überhaben, um seinen Zigarettenkonsum zu reduzieren. Das heißt, es wäre eine Bewegung nach links, durch diesen Fall gekennzeichnet. Und das wiederum geht so lange, bis wir bei X Stern landen. Und bei X Stern kann der B dem A aber nicht noch ein bisschen was zahlen, weil ein kleines Stück links davon gilt natürlich, dass der A den Zigarettenkonsum wiederum besser findet, ne, als der B die frische Luft findet. Das heißt, genau, das ist nichts anderes als, das ist die stetige Version der Invarianzthese, die wir eben schon im diskreten Fall aufgestellt haben. Egal, ob wir links oder rechts anfangen, wir landen immer in der Mitte bei X Stern. Ja, und man kann eben auch zeigen, dass das die optimale Menge ist. Ne? Also, wenn das hier eine Zwei-Mann-Gesellschaft ist, dann ist das auch die optimale Menge. Okay, und ja, ich denke, da sehen Sie schon einen ganz wichtigen Punkt hier der Ökonomik der Eigentumsrechte. Intuitiv würden Sie ja vermuten, okay, wenn es eine schädigende Handlung gibt, das Rauchen zum Beispiel, dann würde ich ja intuitiv vermuten, die optimale Menge dieser Handlung ist null. Aber gesellschaftlich gesehen, wenn man das hier so annehmen, kann das nicht der Fall sein, weil derjenige, der die schädigende Handlung ausführt, der raucht, der hat ja auch eine Wertschätzung dafür. Das heißt, typischerweise haben wir im Endergebnis ein Ausmaß der schädigenden Handlung, dieses externen Effektes, irgendwo in der Mitte. Ne? Also weder ganz viel noch ganz wenig, sondern irgendwas in der Mitte. Genau. Wow, dann sind wir ja gut durchgekommen. Was haben wir heute behandelt? Wir haben das Thema Vertragsrecht abgeschlossen mit dem Unterkapitel Verbraucherschutz. Wir haben uns angeschaut, welche ökonomischen Begründungen es gibt für Verbraucherschutz. Wir haben uns unterschiedliche Formen des Verbraucherschutzes angeschaut und am Ende noch kurz über Probleme gesprochen, die dabei auftreten können, insbesondere Wettbewerbsschutz statt Verbraucherschutz. Dann sind wir eingestiegen, das neue Thema Eigentumsrechte, Coase-Theorem, haben heute erstmal dieses rein positive Coase-Theorem betrachtet. In der nächsten Sitzung werden Sie sehen, da gibt es noch Variationen von, wenn wir eine normative Perspektive einführen. Und wie immer gilt, wenn Sie Fragen dazu haben, was wir heute behandelt haben, oder zu etwas, was in der Übung gemacht wurde, dann öffnen Sie einfach einen neuen Diskussionsfaden im Moodle-Forum und lassen es mich wissen. Danke.